Außer dass er eine riesige Tür öffnet. Also Feuer ist effektiv. Boah, was ist das denn hier? Cthulhu oder was? Tentakelviecher. Ach, das erinnert mich so ein wenig an Demon's Souls. Bietet eine nette Dame. Was bist du denn geworden? Okay. Ich will also drin fliegen, ja? Drecksvieh! Au! Hör auf! Vikari! Fackel dich ab, du Drecksvieh! Du hast voll auf mich gesprungen! Kaling, Kaling, der Boss ist da! Kaling, Kaling, der Boss ist da! Du Hundevieh! Wenn ich nicht jedes Mal direkt getroffen werden würde, ne? Wow. Schön ausweichen, mein Freund! Drecksvieh!
Drecksfee! Ich würde mir gerne ausweichen. Du Drecksvieh, warum darf ich nicht mal ausweichen? Und ich habe natürlich jetzt kein Feuerzeug mehr, ne? Lad. Ein Feuerpapier haben wir noch. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Ich bin falsch gelatscht. Guck mir doch mal falsch, ey, Alter. Voll der Nupp. So, okay, wir laufen wieder überall dran vorbei. La la la. La li. La li. La li. La li. Wir sind wir alle froh, dass wir an den ganzen Gegner vorbeilaufen können. Fragen, wie sinnvoll das ist, aber wir tun es einfach. Na gut. Wie kommt ihr nicht rein? Ja, was macht man denn gegen das Vieh, sag mal? Wie kann man eine Ölurne reinwerfen, nicht wahr? Direkt reinlaufen, ne? Das war überhaupt nicht lange überlegt. So, mal schauen, ob wir jetzt wenigstens mehr als einen Treffer landen können, beziehungsweise überhaupt mal einen Treffer landen können. Das letzte Mal haben wir ja im vorherigen Versuch haben wir ja gar nichts getroffen. Ich krieg auch den ersten verdammten Angriff nicht nicht geblockt, ne? Oder nicht ausgewichen, sagen wir es mal lieber so. Aber der Versuch gerade davor, also der zweite Versuch, der war ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ne? Ich frage mich, ob es hier irgendwo mal jemanden gibt, der mal einfach so rufen kann. Aber bis jetzt habe ich noch keinen gesehen. Also rein interessenhalber, ne? So. Ey, ich bin doch nicht mal in deiner Nähe gewesen. Weiß mal wieder. Hallo Drecksvieh!
verstehe gar nicht, wie er teilweise ausweicht. Warum er jetzt nach vorne hin ausgerichtet ist. Ja, du Drecksvieh. Der Glöckner von Jernem. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Bloodyborne. Ja, guck mal, wie hoch wir sind. Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Wir sind einfach mal auf dem Turm, wo noch ein paar Sachen liegen. Betäubender Nebel. Schauen wir uns hier doch einfach mal an. Werfen für eine Nebelwolke die GP-Erneuerung verhindert. Sehr schön. Werfen für eine Nebelwolke, die die Lebensessenz eines Jägers betäubt und die Erneuerung von GP verhindert. Wird angeblich von den Blutjüngern von Kanehurst verwendet. Das Geheimnisrezept wird von den Adligen, die im Schloss leben, streng bewacht. Ah, es geht also ins Schloss, würde ich mal sagen. Ich bereite mich nochmal ganz kurz auf den Boss vor, habe ich gerade ganz vergessen. Ich nehme direkt mal mit hier. Denn der Boss kann sich heilen und das ist natürlich nicht so schön für uns. Und noch ein bisschen Feuerpapier. Ich habe zwar nicht mehr so viel, aber die benutzen wir einfach jetzt mal. Und ich habe eine Schnellleiste noch gar nicht benutzt. Wechseln. Genau, wir nehmen einmal hier Teleport. Nee, wir nehmen erstmal die kleine Spieluhr hier rein. Wir nehmen unser Buch da rein. Wo ist es denn? Hallo. Was nehmen wir noch da rein? Ganz hinten nehmen wir mal den Teleporter rein. So, zack. Wunderbar. So, ein bisschen vorbereitet. Genau, wie kommen wir hier hin? Einfach von da hinten, wenn ihr aus der Kirche geradeaus rauslauft, von der Laterne aus, einfach mal hier hoch. Und dann geht's über diese Leiter hier hoch. Und dann seid ihr auch schon quasi da. Und ich pack nochmal ganz kurz die Säge aus. Ansonsten können wir natürlich noch hier runtergehen. Wenn ich irgendwie da lebendig runterkomme. Und ja, hier waren wir, glaube ich, schon mal. Oder? Nein, hier noch nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Schwarzer Botenzylinder. Ah, hier waren wir noch gar nicht. Ups. Ja, die Sachen finden sich übrigens hier unter Schlüsselgegenstände. Botenzylinder. Hut. Den Boten seltsam gerne haben. Die haben wir schon mal gelesen, ne? Doch, haben wir schon mal gelesen. Hut. Den Boten seltsam gerne haben. Symbol der Präventivhenker der heilenden Kirche. Die Einwohner des Stumpfes zu erscheinen ein Interesse an Vertierung zu haben. Warum sollten sie nicht sich glücklich feiern, die Kinder? Ja, ich habe noch ein bisschen gelevelt. Wir sind jetzt Level 42. 20 Vitalität und 20 Ausdauer. Das sollte erst einmal, hoffe ich zumindest, reichen. So, hier vorne kommen wir wieder auf die Treppe rauf. Da sitzt auch noch einer. Und ansonsten ist hier nicht mehr viel, ne? Nö. Und ganz da hinten, das letzte Mal gar nicht gesehen, man sieht ihn von hier auch nicht, aber hinten an der Bastustrade steht noch ein Kerl. Und ich würde sagen, wir versuchen mit dem zu quatschen. Und hoffen, dass uns der Dieb da dieses Mal nicht, natürlich voll reingerasselt, ne? Noch, ne? Oh, war die falsche Attacke. Ups. Blaues Elixier, das ist auch neu, ne? Hast du mich jetzt gesehen, oder was? So, geht das. Weg mit dir. Blutfiole, das ist sehr schön. Haben wir wenigstens ein bisschen was zurückbekommen. Und hier steht's auch schon. Riecht nach Überfall. Ja, na gut. Überfall nicht ganz. Aber okay. Blauer Zylinder. Flüssige Medizin, die stille Körper unauffindbar macht. Zweifelhafte flüssige Medizin, die in seltsamen Experimenten hochrangiger Pfarrer der heilenden Kirche verwendet wurde. Ein Narkosemittel, das den Verstand betäubt. Jäger, die aus Willenkraft bei Bewusstsein bleiben können, nutzen einen anderen Effekt der Medizin, der ihre Präsenz im Stillstand schwächt. So, hier ist nämlich noch ein kleiner Kerl. Den können wir noch reden. Und sie kennen wir ja schon. Die Dame im Krähengewand. Oh, hello there.
perfect timing. I must warn you not to go near the tomb below Erden Chapel in the Cathedral Ward. Henrik, an old hunter, has gone mad. And he's my mark. Ja, den kennen wir schon. Der hat uns schon angegriffen. Don't go near the tomb below Erden Chapel in the Cathedral Ward. I have business there first. Ob wir sie nachher doch sehen werden, wie sie gegen ihn kämpft? Oder ihn vielleicht sogar besiegt? Don't go near okay. The tomb. I have... Wir waren schon da unten. Und wir waren auch schon bei, bei Hendrik. Der hat der auf uns geschossen. Ihr hört euch mit seiner dicken, fetten Repetierknarre, die er da hat. Gar nicht netter Kerl. Hier war doch noch irgendwo einer. Hier, du. Wumsti, wumsti. Guck mal, was wir hier aushalten. Geist ansehen. Was sagst du hier? Lass mich nicht in Ehre führen. Du musst dies akzeptieren. Rollen. Warum rollen? I don't know what you mean, my friend. Hätten wir anders durchgehen können? So. Lalalalalalala. Sensenmann, Sensenmann. Oh, ich sehe gerade gar nichts. So, du gehst mal vorbei. Ich will zu deiner Herrin. Ich will zu deiner Herrin. Und ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber wir gehen einfach nochmal zu ihr rein. Und ich hoffe, ich sterbe nicht direkt. Kleines Roll. Burn, baby, burn!
I doing, ey? Jetzt halt sie sich, pass auf. Take that! Bitch. Bitch. Auf ein neues. Mal wieder gegen die Vikarin. Unser Nemesis. Vikarin und Nemesis. Oh. I'm coming for you. And you will kill me. I know it. Oh, die sollte das lassen. Aber Arms. YOLO! Ob ich einfach mal die Glocke läuten soll? Hallo? Ich glaube nicht, dass hier einer kommt, aber... Ah, komm, scheiß doch drauf! Wir machen's! The Hard Way! Okay, das war vollkommen so beabsichtigt. No, no,
das hat dich getroffen. Also nur getroffen, aber nicht gut. Sich nicht. Wir haben sie besiegt! Und wir haben keinen Himmel. Oh, Goldanhänger! Wie Karin am Bild! Ja, wir haben sie besiegt! Oh, das ist knapp! Falsche Richtung. Yeah. Ich weiß noch nicht ganz, wie das funktioniert, aber. Mach das! Ich weiß nicht, warum diese Motion-Dinger nicht funktionieren, aber okay, wir haben sie besiegt! Yeses! Woo! Yeah! Booyaka Booya! So, Goldanhänger, was auch immer das ist. Wo finden wir das denn? Hallo! Achso, wir haben übrigens eine Sache ganz vergessen. La Glocke! Komm her, Glöckchen. Und den Schalter verlegen wir auch mal drauf. Ich drücke die falsche Taste, ne? So. Oh. Meine Phrasen. War das heftig. Goldanhänger. Wo finden wir den denn? Goldanhänger? Hm? Where is it? Ach da, Vikarnemelias Anhänger enthält erhalte Blutedelstein. Okay. Anhänger von Vikarin Amelia. Zur Verwandlung einen Tropfen Blutedelstein benutzt der Waffen verstärkt. Diese Anhänger, der von Vikarin weitergereicht wird, die der Heilenkirche vorstehen, erinnern an das warnende Sprichwort. Berühre den Altarschell, um das Sprichwort zu enthüllen. Ich weiß nicht, ob wir den Anhänger vielleicht vorher mal kurz abgeben sollen oder mal gucken, ob die Dingsbums den kennt. Segne uns mit Blut. Und da vorne ist ein riesiger Schädel. Hallo, Schädel. Oh. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know, I know. You think now to betray me. No. But you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave.
Lawrence. Fear it, Lawrence. Dass der Chef der Kirche war und wir kriegen keinen Gegenstand. Aber sehr schön, dass so auch einfach mal Cutscenes sind. Und die Uhr gedockt. Und ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal zurück zum Traum des Jägers und werden mal dem Match einen Besuch abstatten. Ansonsten werden wir daraus einfach einen Blutedelstein gewinnen. So, oh. Die Maiden ist weg, aber wir wissen ja, wo sie steht. Sie steht nämlich, oder was heißt, ich weiß, wir wissen nicht. Ich glaube, wir haben sie noch nicht gesehen. Aber mir ist schon mal aufgefallen, sie steht mal woanders, nämlich zum Beispiel hier oben. Da drehen wir mal der Pippchen. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Wie wär's mit ein paar Very well. Echos? Let the echoes become your strength. Let me stand close. Now shut your eyes. Wir schließen unsere Augen. So, wo packt man denn was rein? Ich würde mal sagen, ein bisschen was in Blutfärbung, oder? Hm, ihr seht schon, ich brauche schon 10.800 für ein Level. Ich würde schon mal gerne... Komm, wir gehen mal auf 10 Blutfärbung, damit auch unsere Schusswaffen ein bisschen stärker werden. Farewell, good hunter. Farewell. May you find your worth in the waking world. Aber immer doch. Gibt's den neuen Hinweis? Nö. Okay. So, den Beschreibungen von den Gegenständen für die Botenschaft immer im Stumpf. Ob damit der Baum hier gemeint? Tatsächlich, was steht hier? Gerne Botenhut und zerschlissener Zylinder. Hier liegen direkt ein paar neue Sachen rum. Ach, Moment! Das sind, glaube ich, die DLC-Dinger, der zerschlissene Hut und der Jarnum-Botenhut. Hut, das ist der Fedora, glaube ich. Hut, den Boten seltsam gern haben, üblicherweise Jarnum-Hut genannt. Und zerschlissener, ein abgenutzter, zerknitterter Zylinder, den Boten seltsam gern haben. Gib Boten-Accessoires, dann verzieren sie sich. So. Achso, wir können immer nur eins geben, okay. Ja, einen roten Hut, roten Unfest. Zieht euch um, ihr kleinen. Aber wollen sie ja schon sehen, die haben ja schon ein lustiges Gesicht. Das ist der komische Kirchenhut. Wie wär's denn mit dem dann roten Hut? Komm, wir kriegen Fedora. Indiana Jones, komm her! Oder. Ja, komm, momentan haben wir auch einen Zylinder. Kriegt ihr auch einen Zylinder? Hier, komm her! Ach, das war der falsche, ne? Ja, das war der falsche. So ein Fedora, hoffe ich, kriegen wir auch mal. Aber mal schauen. So, jetzt sprechen wir aber erstmal noch zum Abschluss der Folge mit dem Mädel. Und dann mal gucken, was passiert. Zack, Puppe. Ist hier eigentlich was Neues, was ich noch kaufen kann? Wäre das hier zu verkaufen? Nee. Repetierpistole könnten wir kaufen. Ansonsten den Flammensprüher brauchen wir noch Seelen und auch den das Ludwig-Gewehr. Feuer. Okay, Repetierpistole. Guck mal, die ist auf plus 90. Typische Repetierpistole der Jäger der Heiligen Kirche. Hauptsächlich aus Metall mit komplexem Design. Die Pistole feuert 2 Schüsse auf einmal ab und hat daher einen hohen Quecksilberkugelverbrauch. Sollte im Vergleich zum Werkstattgegenstück spärlich verwendet werden als Trumpf im Ärmel. Ludwigs Gewehr. Ein typisches Gewehr von Jägern der Heiligen Kirche. Solch ein Gewehr soll Ludwig, der erste Jäger der Kirche, benutzt haben. Der lange, schwere Schaft gleicht durch hohe Reichweite die langsame Nachladegeschwindigkeit wieder aus. Ludwigs Gewehr reicht in mehreren Punkten zum Entwurf der Werkstatt ab. Was darauf deutet, dass die Kirche viel größere unmenschliche Bestien erwartete. Eine Spezialwaffe von Mitgliedern der Heiligen Kirche spuckt mit Hilfe von blutgetränkten Quecksilberkugeln als besonderes Medium versenkte Flammen. Nicht gerade die effektivste Waffe, aber manchmal ist Flammenmeer genau das Richtige. Außerdem muss bei den Bestien häufig aufgeräumt werden. Wir können es momentan keine kaufen, deswegen lassen wir das einfach, oder? Doch, wir können die Repetitions wieder kaufen, ne? Ich werde sie zwar nicht benutzen. Aber wir müssen sowieso alle haben. Von dem her kaufen wir sie einfach mal der Vollständigkeit halber.
Brauchen sie ja nicht, aber vollständigkeitshalber mal nehmen wir die einfach mal mit. Und ich überlebe gerade, von wo es am schnellsten dorthin geht. Von hinten kommen wir nicht ran. Von der Brücke auch nicht. Ja, doch, rückwärts, ne? Wollen wir die Brücke rückwärts latschen? Kommen wir da hin. Dann gehen wir zur großen Brücke. Außerdem kriege ich dann noch ein paar Blutfiolen und ich hätte zum Zentrum gehen sollen. Und Blutfiolen brauche ich nun mal, nämlich jede Menge. So. Und ich weiß auch schon, wer mein erstes Opfer sein wird und wer ein paar Fiolen hat. Übrigens, ich habe noch eine neue Fähigkeit oder neue Attacke rausgefunden, die ich vorher nicht benutzt habe. Den Sprungangriff. Wie machen wir das? Indem wir leicht nach vorne drücken. Und dann die R2-Taste drücken oder die L2-Taste. Bei dieser Waffe geht's auch. Also den schweren Angriff. Und zwar gleichzeitig. Drückt gleichzeitig. Ihr dürft nicht stehen, müsst wirklich stehen. Und dann so, zack, einmal nach vorne und gleichzeitig die R2-Taste gedrückt. Und schon machen wir diesen verheerenden Angriff. Können wir ja gleich mal probieren, ob wir das bei dem Dicken hier hinkriegen. Oder auch nicht. Lump. So, darf ich jetzt bitte den mal hier anvisieren? Okay, eigentlich wollte ich den anderen machen, aber okay, das geht auch. Langsamer, schwerer Angriff. Schneller, schwerer Angriff. Müssen wir auf jeden Fall uns ein bisschen gut stellen mit. So. Nur natürlich ist, wenn wir unser Schwert. Oh, ich hab mich gerade vergessen. Im Zweihandmodus hier müssen wir natürlich. Oder können wir die Pistole nicht benutzen? Hier, mein Freund. So, habt ihr hoffentlich ein paar Blutfionen dabei? Jawollo. So gefällt mir das. Blutfionen, 3 Stück und wir sind wieder voll. Wow. Okay, ist ja schon gut. Hier geht's runter. Zu schießen, danke schön. Quecksilberkugeln. Haben wir sich einen eigentlich gerufen? Ne, der andere ist noch hier. Ah, verdammt, ich könnte mal aus Versehen dabei aufs Gamepad, weil ich so hochrutsche und dann. Ja, jedes Mal. Muss ich auch gucken, ob ich das ein bisschen hinkriege. Aber gut, ach, du bist wieder hier. Zeig mal hinterher und dann bist du auch tot. Komm, gib mir Blutfiolen. So, irgendwo hier ist jetzt eine Tür offen da vorne. Mal schauen, ob die Vikarin deine Mutti ist. Ne, Quatsch, das ist. Da geht's ja zum Platz. Hier war das, ne? Die Tor muss es gewesen sein. Zumindest ist das Tor hier offen. Und hier müsste ein klitzekleines Fenster sein. Sächen. Irgendwas lacht hier total doof. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Vikarin war wirklich die Mutter. Oder die wir damals die Leiche gefunden haben mit dem roten Ding. Aber okay. Na gut. Dann schauen wir doch mal, was hier drin ist. Wo ist sie denn? Goldblutedelstein. Was kann denn der Goldblutedelstein? Wo ist er denn? Lass uns mal gucken hier. Blutedelstein-Effekte. Angriff gegen Bestien 12. Ein Blutedelstein, der Waffen verstärkt und verschiedene Attribute gewährt. Die meisten Schalen für den Blutedelstein haben Effekte, die sich auf physische Angriffe auswirken. Dieser goldene strahlende Blutedelstein gehört seit Generationen der Kirche und versteckt Angriffe gegen jene, die stark vom Bestientum geplagt sind. Als die Kleriker und unaussprechliche Bestien verwandelten, brauchte die Kirche eine Vergeltungsmöglichkeit. Aha, sehr schön. Ich glaube, den packen wir einfach in unser dickes, fettes, mega, super, duper Schwert rein.
Und dann sind wir glücklich. So, erstmal hier rein noch latschen. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, ich metze mich hier noch ein bisschen durch die Gegend. Gucke mal, dass ich die eine oder andere Waffe noch gekauft kriege. Und wir sehen uns dann. Oh, das war schon. Hoffentlich beim nächsten Mal wieder hier in Bloodborne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Moscha. Ciao, ciao. Und ich brauche ein bisschen Licht im Dunkeln.